Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu unserem kleinen Infovideo. Ich mit Shox, also das Ampel, also Tutorials für jedermann, mit Shox LP. Und damit auch herzlich willkommen von mir zu einem kleinen Infovideo mit dem Kevin, mit dem Tutorials für jedermann. Ihr wisst, wen ich meine. Und ja, wir haben heute folgende Themen zum Ansprechen. Nummer 1 wäre da, ja, willst du sagen? Ja, okay. Also, wir haben es uns so vorgestellt, wir wollten uns gegenseitig pushen, dass meine Abonnenten Shox abonnieren und Shox Abonnenten mich abonnieren. Dazu wollten wir euch auffordern, ja, weil es wäre sehr nett, weil wir jetzt in nächster Zeit vielleicht öfters ein paar Projekte zusammen machen und dann verpasst ihr keinerseits welche Videos. Ja, und der zweite Grund deswegen wäre auch, dass, ich sag mal so, dieses Let's Play ist eine, ja, ich sag mal große Arbeit, kann man so sagen, oder? Heikel. Ja, okay. Und dass man so eine Arbeit, sage ich mal, so für 7-8 Klicks macht, das ist ein bisschen traurig, sage ich mal. Und deswegen kamen wir halt auf diese Idee. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Ja, das wäre halt, damit könnten wir dann auch, also wir würden dann auch die Videoantworten schicken zu den jeweiligen Videos. Also dass ihr auch von der Seite seht und verlinken und alles machen wir. Dann hätten wir noch eine Frage an euch, was für Projekte sollten wir denn machen? Minecraft, Adventure Map, zum Beispiel 500 Jumps to Success oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wäre super duper. Und wir würden euch dann auch nennen. Ja, apropos das, was hier jetzt im Hintergrund läuft, ist ein kleines MW3 Gameplay, aber diesmal nicht kommentiert, sondern einfach nur, weil ich keinen Bock habe, irgendwie da ein Foto nur einzufügen, ist dann doch ein bisschen langweilig, deswegen lass ich da einfach mal ein schönes Gameplay laufen. Ich weiß nicht, was der Kev jetzt da laufen ist, ich glaube auch hab, Minecraft-Video. Ja, ich habe 500 Jumps to Success laufen, tue ich ein bisschen rumfailen, aber mit dem Echelon-Texturenpack ist ganz gut eigentlich, aber ja. Ja, das zweite zum Ansprechen wäre, was war denn das? Das zweite hatten wir gerade mit den Projekten. Ja, stimmt, die Projekte. Also, er hatte mich jetzt gefragt, ob ich Bock habe, irgendwie mal auf Tackled, also Minecraft Tackled. Falls ihr es nicht kennt, müsst ihr mal irgendwie bei YouTube eingeben, da werdet ihr einiges finden, denke ich mal. Und ja, was war noch so zur Ansprache? Ein bisschen noch von Call of Duty, glaube ich. Ja. Und wir könnten auch ab und zu vielleicht, aber nur vielleicht, oder das auch, mal einen, ja, Kommentar, nein, wie soll ich jetzt sagen, eine Person als Gastauftritt mal eine Runde mitspielen lassen zum Beispiel. So. Und auch Kommentare, wenn ihr fleißig Kommentare schreibt über Themen, wo wir uns unterhalten sollen, dann blenden wir die ein und lesen halt vor, etc. Und bereiten das vor und dann reden wir darüber. Weil dann haben wir nicht immer solche trockenen Themen wie, ja, jetzt baue ich Kohle ab und, ah, da hinten sind ja Diamanten. Sondern es ist ein konstantes Thema. Ja, da müssen wir, ja, was hältst du davon? Worüber man einfach diskutieren könnte, so. Genau. Sagt man. Aber wir hatten ja auch vor, irgendwie eine kleine Let's Show Welt aufzubauen. Und jetzt release ich mal meine Idee dazu. Die habe ich ja nicht mal dir da gesagt. So dass wir, also wie du gesagt hattest, wir bauen erstmal eine kleine Welt auf und das daraus soll halt eine Stadt entstehen und dann laden wir immer einen auf unseren Server ein, einen von unseren Abonnenten halt, ne? Und die bauen da irgendwas richtig Geiles hin, so wisst ihr, wie ich meine? So dass einfach eine kleine Stadt aus verschiedenen Häusern entsteht, so aus verschiedenen Menschen und das halt nicht alles gleich aussieht, sondern mal was anderes. Das wäre mir gerade mal so in den Sinn gekommen, zu einer kleinen Let's Show-Welt. Und das nehmen wir logischerweise auch immer auf. Ob ihr es dann aufnehmt, also die Abonnenten, das ist dann eure Sache. Aber wir würden gerne Bescheid wissen und auch unsere Kanäle sollten in der Videobeschreibung dann verlinkt sein. Weil sonst könnt ihr nämlich Probleme kriegen und wir könnten euch melden. Ja, das wäre. Weil ihr keine Rechte auf das Video habt. Genau. Also, das wäre jetzt so meine Idee in Sachen Minecraft. Ja. Und melden wollen wir euch ja nicht, weil ihr ganz tolle Abonnenten seid. Ja, das sowieso. Ja, so, was war denn das dritte Thema? Ja, Smalltalk hatten wir noch eigentlich. Smalltalk. Über allgemein Tackled. Ja, Tackled, da kenne ich mich schon mal kein bisschen aus. Ich habe es gestern gemerkt, ey, wo du mich auf den Server geholt hast. Ach ja. Du Scheiße. Schade. Ja, ja. Ich glaube, mit den Hamburger Hängern wird
bestimmt auch noch was kommen. Also die Tage. Ja, denke ich mal. Ich muss nochmal mit dem Leader reden, ob er nochmal Bock hätte, irgendwie mit aufzunehmen oder so. Schade, dass er das Video nicht released hat. Ja, aber ich habe, wenn, dann habe ich schon die anderen noch auch mit dran. Also Ösi zum Beispiel. Ja klar, jetzt, die sind auch dabei. Oder Nendorfer, die machen auf jeden Fall mit, weil Ösi will auch irgendwie Survivors spielen. Gespoilert jetzt mal aus Versehen. Und naja, ist ja nicht schlimm, sagt man. Nee, ist es nicht. Ja, mit Ösi habe ich sowieso eine kleine Wette am Laufen. Ja. Ihr müsst wissen, die beiden spielen gerade drum, wer als schnellstes wieder Prestige hat. Da joint gerade jemand in unseren Teamspeak. Channel rein. Genau. Scheint gerade in unseren Teamspeak-Channel rein. Der möchte jetzt mal wieder bitte gehen. Ja, ich denke mal, den hört man nicht, das ist ganz gut so. Nee, trotzdem darf er jetzt wieder gehen. Grüße an dich, Philipp, aber jetzt geh bitte. Ja. Oh Mann, ey. Ja, einfach egal, das hört man ja nicht. Hier. Das hört man ja nicht. Zum Glück. Vorteile an Outer City. Ja. Deswegen nehme ich auch damit auf. Ja, ich auch. Und dann halt die anderen. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Gestern hatten wir noch so viel, was wir besprechen wollten, aber... Was? Naja. Er hat heute sein erstes Splinter Cell Video rausgebracht. Und ja, ich find's gut. Und ich habe heute mein erstes Let's Play, ein Live-Commentary. Also ich mache jetzt öfter solche Live-Commentary, einfach nur mit ein paar Personen, 101, Quickscope oder Knifen oder sonst was. Willst du mal gegen mich Quickscopen? Ey, ja. Ich hatte mein erstes Quickscope-Battle gegen dich, 15:30, ja. Da habe ich aber locker gespielt. Ja, ich habe noch nie gequickscoped da. Also bitte. Ja, aber ja, danke erstmal dafür, dass du das Video ganz gut findest. Mir macht es selber auch Spaß, muss man sagen. Noch eine kleine Frage an euch. Wenn ihr Videoideen habt, worauf ihr mal richtig Bock habt von uns zu sehen oder von mir oder von ihm oder wie auch immer, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wir würden uns über jedes Kommentar freuen, so ist es nicht. Am besten Sachen, wo es einfach noch nie gab, so auch wenn das sich ein bisschen komisch anhört, weil es gab, glaube ich, alles schon mal, aber... Ja, sowas, wo nicht so oft vorkommt. Genau, einfach mal was Neues, so was man machen könnte, worüber man reden könnte. In Let's Talk könnte man auch aufbauen, da bräuchten wir aber eure Themen, worüber ihr hören wollt, worüber wir halt reden, oder ihr könnt auch mitreden, dann laden wir euch ein, halt sowas sind wir immer bereit dazu. Community einbeziehen. Genau. Und noch was, ich habe meine Live-Commentary mit der Isabel, der zweite Part, den habe ich mal in 1080p gerendert und jetzt wollte ich mal wissen, wie das so ist. Ich weiß nicht, ob euch 720p reicht oder ob ihr 1080p sehen wollt. Also ich persönlich render ja auch immer so auf 1080. Mittlerweile hast du mir ja auch gezeigt bei Vegas Pro, wie ich das bei Assassin's Creed auf ganz voll bekriege und nicht unten und oben diese hässlichen Ränder habe. Danke nochmal dafür. Ja, mit dem Kev Let's Play, ja, das denke ich mal auch einiges noch geplant. Mit dir bestimmt dann auch so zu dritt irgendwie irgendwas. Du hast ja jetzt auch ein schönes Channel-Design gemacht. Ja, euch beiden. Ja. Gestern Abend noch um 4 Uhr früh. Abend, ja. Abend, Aber dafür ist es ganz gut geworden, muss man sagen. 4 Uhr früh. Also, wenn ihr ihn nicht kennt, Link ist bei mir auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ja, denn bei mir in der Subbox. Ja, Subbox ist ja sowieso drin als allererstes. Wir haben ja quasi zusammen angefangen, auch wenn ich halt ein bisschen früher angefangen habe und ein bisschen mehr rausbringe, aber naja, dafür kann er nichts, sag ich mal. Das sind so eigene Probleme. Aber ich würde mal sagen, hier beenden wir dann das hier. Ja. Und danke fürs Zuhören und schreibt alles in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Tschüss. Tschüss.